Ich heiße Claudia von Werlhof und bin jetzt emeritierte Universitätsprofessorin für Politikwissenschaft und Frauenforschung an der Uni Innsbruck in Österreich. Und es geht jetzt darum, dass ich die Chance hatte, in den letzten Jahren mein Lebenswerk zu verfassen, zur kritischen Patriarchatstheorie, die in den ganzen Bemühungen der letzten Jahrzehnte entstanden ist. Das Buch heißt Väter des Nichts zum Wahn einer Neuschöpfung der Welt und soll in zwei Bänden dieses Jahr noch erscheinen beim Verlag Zeitgeist. Wir sind das noch am Bearbeiten. Zwei Bände, ein Band ist jetzt so gut wie fertig. Und das ist eine lange Geschichte, wie das entstanden ist. Also für mich ist es toll, weil ich hatte die Chance jetzt wirklich ein Werk zu hinterlassen. Ich bin ja nun schon älteren Datums. Und das hat eine lange Vorgeschichte, weil es eigentlich immer darum ging, für mich jedenfalls, warum sind die Dinge, wie sie sind? Ne? Was ist eigentlich los und in der Welt und wie kann man das erklären? Und die Erkenntnis war immer die, dass es keine Erklärung gibt. Und zwar speziell für die Frage, warum alles kaputt geht. Also wir haben dann den Begriff Kaputalismus statt Kapitalismus geprägt, weil wir haben, ich habe mit anderen zusammengearbeitet, ist ja nicht alles meine Erfindung. Zunächst in der Uni in Bielefeld in den 70er und 80er Jahren. Da haben wir angefangen, den Kapitalismus zu hinterfragen als unsere Wirtschaftsform, so erstmal. Und es ging darum, was die speziell die Frauen da eigentlich machen in dieser Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Dass wir waren ja alle aus der Frauenbewegung und das ist damals die radikale Frauenbewegung gewesen, also nicht etwa diese Gender-Geschichte, die wir jetzt haben. Und wir haben also wirklich angefangen, die Gesellschaft zu hinterfragen. Was ist mit den Frauen? Warum werden die nicht bezahlt für ihre Arbeit? Also diese Hausfrauen-Dasein, wo kommt das eigentlich her und wo führt das hin? Also die spezielle Ausbeutung von Frauen im Kapitalismus und wie das eigentlich auch beschrieben werden kann, warum das der Fall ist und wie sich das abspielt und wo das herkommt. Das war ja nicht so, dass das war ja kein Thema, weder in der Ökonomie, ich habe auch Ökonomie studiert, noch in den Sozialwissenschaften. Es gab immer nur so die Rollen der Frauen, aber nicht ihre Arbeit. Das war der Anfang. Wir haben also den Kapitalismus neu definiert unter Einschluss des Patriarchats, also im Sinne dieser besonderen Bedeutung, die die Arbeit von Frauen in dieser Wirtschaftsordnung hat, und haben die neu definiert. Also wir haben sozusagen das geschlechtliche Arbeitsverhältnis auch als Produktionsverhältnis definiert. Also die unbezahlte Arbeit, die dazu führt, dass natürlich eine viel größere Kapitalakkumulation stattfinden kann, weil eben da kein Geld fließt und so weiter. Ja. Wir waren ja auch Marxistinnen. Wir haben also erstmal von der traditionellen Kapitalismuskritik aus geforscht und haben sie sozusagen erweitert. Ne? Das hat ja Rosa Luxemburg schon mal versucht in Bezug auf die Bauernfrage und die Dritte Weltfrage, die Kolonialfrage. Und wir haben sozusagen die Frauen noch dazugefügt, die bei Rosa Luxemburg noch nicht vorkamen, und haben das sozusagen erweitert. Also die ganze Frage der Reproduktion des Kapitals, mal theoretisch gesagt, wie kommt die eigentlich zustande? Was muss da noch alles dazu? Also auch eben die anderen nicht entlohnten Produzenten, wie zum Beispiel die Bauern oder die marginale Masse, wie die Veronika Benhold-Thomsen, die da mitarbeitete, das genannt hat. Also die ganze Kolonial- und Dritte Weltfrage war da mit dabei. Also Kapitalismus als Weltsystem, was bedeutet das eigentlich, wenn man das jetzt mal rundherum neu definiert? Und das Patriarchat spielte da eine zunehmende Rolle, weil das erklärte, was mit den Frauen passierte. Weil das aber auch nicht neu war. Also wir leben jetzt in der Moderne und in den Zeiten davor gab es auch schon ein Patriarchat. Ne? Also das Patriarchat ist sozusagen die ältere Struktur oder sagen wir mal die ältere Frage, die
in die der Kapitalismus irgendwie eingebettet ist. Ne? Also das haben wir dann schon begriffen. Das Patriarchat ist eine ganz wesentliche Grundlagenfrage, aber wir haben es noch zu sehr definiert gehabt als mehr ökonomische Frage, also wie werden Frauen ausgebeutet. Ne? Aber wir haben noch nicht die Technikfrage gestellt gehabt damals. Also es war Patriarchat schon als Herrschaftsbegriff, das gab ja Patriarchatsbegriffe damals auch schon. Die erklärten, Patriarchat heißt, Männer beherrschen Frauen und beuten die aus oder machen irgendwas mit ihnen, was sie sich nicht selber ausgesucht haben. Ne? Also dieses ganze Drama. Und es gab die ersten Analysen des Patriarchats als historischen Prozess der letzten paar tausend Jahre, ne? Was ja uns viel erscheint, aber menschheitsgeschichtlich eigentlich eine relativ kurze Zeit ist. Also die Entdeckung, sowas wie Patriarchat existiert eigentlich erst seit ungefähr 6000 Jahren. Ne? So. Und seitdem gibt es bestimmte Verhältnisse in der Welt, die es vorher nicht gab, zum Beispiel Klassengesellschaften und Gesellschaften mit Staat. Ne? Es gibt Krieg vor allen Dingen, es gibt Gewalt und das zentriert sich immer um die Frauenfrage herum. Also was geschieht mit den Frauen und wie werden die da eingebunden, ob sie es wollen oder nicht. So, das ist ja weltweit analysierbar gewesen, ja. Das war eigentlich keine neue Entdeckung, dass das Patriarchat älter ist als der Kapitalismus. Dass also Frauen schlecht behandelt werden, sozusagen, ist ja eine Geschichte, die man schon aus der Antike kennt. Ne? Platon, Aristoteles, sie sagen, die Herrschaft von Männern über Frauen ist ein Naturereignis und der Staat hat das zu regeln. Also ich meine, das ist ja seit der Antike bekannt. Also von Griechenland bis Rom und im alten Ägypten und überall. Also das ist ja nicht neu gewesen. Ne? Es gab noch keine Erklärung dafür. Vor allen Dingen auch nur immer teilweise. Also diese Herrschaftsfrage stand immer im Vordergrund. Frauen werden beherrscht und dann kamen dann und ausgebeutet. Also die ökonomische Seite kam dazu. Und natürlich alle ideologischen Geschichten drumherum, ist klar. Religiöse, ne? Also die Religionen sind ja von vornherein patriarchale Religionen, weil sie haben immer einen Schöpfergott. Und nicht, wie wir festgestellt haben, es gab eine Zeit vor dem Patriarchat, also die matriarchale Gesellschaft, in der es keine männlichen Schöpfer gab, ne, sondern es waren weibliche Schöpferinnen, Mutter Natur, die Göttin und so, also andere Begriffe, die zugunsten von Frauen sprachen. Ne, also wo die Frauen als Ausdruck dieser Weiblichkeit der Welt, ne, dargestellt werden. Also die Natur als weibliche, sie ist schöpferisch, sie bringt hervor, genau wie die Frauen und umgekehrt. Und das wurde in den patriarchalen Gesellschaften immer umgedreht. Schöpfer sind auf einmal Männer oder Götter oder Herrscher oder Kriegsführer und die Frauen spielen irgendwie keine Rolle mehr oder werden als minderwertig erklärt. Also das war schon sehr auffallend und die ersten Patriarchatstudien, das entstand also in den 70er Jahren eigentlich. Die 70er und 80er Jahren die Studien über das Patriarchat als historisches Phänomen. Aber es gab immer eine Grenze, dass also von den Disziplinen her, also von den Gebieten und den Dimensionen her, wo sich dieses Patriarchat eigentlich überall noch abspielt, außer in, also Herrschaft ist ein politischer Begriff, ne? Die politische Ordnung ist von Männern bestimmt und die Frauen sind unten und die Männer sind oben oder sowas, ne? Die Ökonomie kommt dazu, also Frauen werden auch ausgebeutet, wenn zum Beispiel in der Neuzeit, wo alle von der Lohnarbeit leben, ausgerechnet die Frauen kriegen keine Löhne, zum Beispiel als Hausfrauen. Und wenn sie nicht nur als Hausfrauen arbeiten, kriegen sie weniger bezahlt. Warum? Und wo kommt das her und was bedeutet das für die Analyse dieser ganzen Gesellschaft? So, was aber immer fehlte, war die Technik. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Technik ist jetzt erstmal ein ganz allgemeiner Begriff. Technik heißt ja, was machen wir als Gesellschaft oder als Zivilisation mit der Welt, in der wir sind? Wir müssen ja da leben, wir müssen also irgendwas machen mit der Natur um uns herum und die Menschen miteinander, um zu leben, überhaupt zu überleben. Und wir haben das als Naturverhältnis bezeichnet, also das Verhältnis zur Natur drumherum.
Das heißt, dazu gehören Ökonomie und Technik. Also Ökonomie, was esse ich eigentlich morgen? Und Technik ist die Frage, wie beschaffe ich das? Ne? Technik, also ganz allgemein verstanden, als das praktische Verhältnis zur Welt, also ein transformatorisches Verhältnis zur Welt. Und das war eine Frage, die war lange Zeit und ist auch generell im Nirgendwo geblieben, die Technikfrage. Das liegt auch daran, weil das Frauen sich komischerweise oder erklärlicherweise in der Neuzeit, seit der Neuzeit, wenig mit Technik befassen. Es war ja parallel zu der Frage, was ist Patriarchat, gab es ja auch die Matriarchatsforschung. Die moderne Matriarchatsforschung ist ja praktisch gleichzeitig entstanden. In Deutschland die Heide-Köttner Abendroth, die das im Wesentlichen geprägt hat, diese neue moderne Matriarchatsforschung. Es gab ja auch schon im vorletzten und letzten Jahrhundert Matriarchatsforschung, aber die will man jetzt nicht mal alle erklären, sondern das Neue war daran, dass wir jetzt diese konkreten Bezug auch herstellen konnte. Also was ist in matriarchalen Gesellschaften eigentlich alles anders gewesen als in patriarchalen Gesellschaften? Und zwar spielt die Technikfrage in der Matriarchatsforschung auch keine besondere Rolle, immer noch nicht, komischerweise. Aber sie hat festgestellt, dass die matriarchalen Gesellschaften, und da gibt es ja immer noch lebende matriarchale Gesellschaften, die überhaupt die Erkenntnis, dass vor den Patriarchaten eigentlich eine Weltzivilisation der matriarchalen Kulturen bestanden hat, die mit den Patriarchaten im Wesentlichen zerstört wurden und durch patriarchale Fremdung also mit Kriegführung gegen matriarchale Gesellschaften kaputt ging. Und da hat sich diese Matriarchatsforschung gebildet, was war da eigentlich? Es gibt ja immer noch lebende Matriarchate, wo man das auch konkret überprüfen kann, die eben genau ein völlig anderes Verhältnis zur Natur, also zur Ökonomie und Technik, jetzt mal grob gesagt, haben. Also im Prinzip naturfreundliches und an der Natur selbst angelehntes, also an den Erfahrungen mit der Natur angelehntes Verhältnis haben. Und das ist nie zerstörerisch, sondern es ist kooperativ. Das ist der Grundzug der matriarchalen Gesellschaft, ein kooperatives Naturverhältnis. Und das entsteht aus der Erfahrung der Mütter, also der Frauen, die das Leben hervorbringen. Wie dieser Prozess geht ja nicht gegen die Natur. Also da Frauen lernen, also anhand des Gebärens, wie mit Natur kooperiert werden muss, also anhand des eigenen Leibes und dann eben parallel dazu, analog dazu, dem Leib von Mutter Natur außerhalb von uns. Deswegen auch der Begriff Mutter Natur, also als hervorbringende Natur. Und das geht nur in Kooperation, sonst würde dauernd alle nur sterben oder krank werden und das nicht überleben. Das sind die alten Thesen, auch von Bachofen angefangen. Also die Patriarchat als Weiterentwicklung einer primitiven Gesellschaftsform, die dadurch überhaupt erst zur Zivilisation wurde, schließlich also zum Patriarchat, die Verbesserung aller Verhältnisse, technische Fortschritt und also gerade der Fortschrittsbegriff, der da eigentlich mit anfängt. Das ist genau das, was eben immer nur die patriarchale Perspektive bedient. Und die Matriarchale ablehnt, ne? Also die Ablehnung, sich mit den matriarchalen Gesellschaften zu befassen, geht ja bis heute. Es wird dann also gesagt, da haben die Mütter geherrscht und nicht die Männer, ne? Oder die Frauen haben geherrscht und das war nur dasselbe umgedreht. Aber Herrschaft gab es immer und Ausbeutung und Zerstörung und so weiter. Das wird damit alles gerechtfertigt, ne? Und wir haben aber festgestellt, also mit der Matriarchatsforschung, die ja parallel lief, dass es genau nicht der Fall war. Und deswegen konnten wir auch einen Patriarchatsbegriff entwickeln, der eben nicht davon ausgeht, Matriarchat ist primitiv und Patriarchat ist die Weiterentwicklung, sondern wo wir gesehen haben, es sind verschiedene Zivilisationen, die sich dadurch unterscheiden, vor allen Dingen, dass sie die einen kooperieren mit der Natur und die anderen wollen sie zerstören. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt, warum will die patriarchale Gesellschaft die Natur zerstören? Das ist die entscheidende Frage, die sich stellt, wenn man matriarchale Gesellschaften kennengelernt hat. Man kann sie immer noch kennenlernen und inzwischen gibt es ja eine internationale Forschung dazu, die ganze Bibliotheken füllt. Auch Europa war eine matriarchale Gesellschaft. Es gibt alle waren matriarchal ursprünglich, ne?
Und da kann man sehen, dass sie im Gegensatz, sie haben die ersten Hochkulturen, waren alle matriarchale. Also die großen Zivilisationen der Geschichte sind nicht durch patriarchale Intervention entstanden, sondern eher gestört und zerstört worden. Ne? Die Patriarchate haben die materialen Errungenschaften, also der Weisheit eigentlich, der im Umgang mit der Natur kaputt gemacht, ne? Und sich an deren Stelle gesetzt per Krieg. Der Krieg ist immer der Anfang einer patriarchalen Entwicklung gewesen. Also die fällt also nicht vom Himmel oder weil die materialen Gesellschaften irgendwas falsch gemacht hätten oder so und das sozusagen korrigiert werden musste. Das sind also die typischen Thesen, die das so gibt. Sondern Patriarchat entsteht mit dem Krieg und der Krieg entsteht durch bestimmte Veränderungen in der Welt. Also es gibt zum Beispiel Klimakatastrophen, also katastrophische Wanderungen, nennt das die Heidegöttner Abendroth, die dazu führen, dass Leute ihre Gebiete verlassen und ihre Kulturen, also materialen Kulturen verlassen und dann verwahrlosen im Laufe der Zeit und dann anfangen, sich zu reproduzieren, also eben durch Raub, ne? Also der Raub, der vorher ein Tabu war, wird jetzt zum System und es bildet sich der Krieg, also als Methode des Raubs. Ne? Man beraubt die Leute, wo man, bei denen man vorbeikommt sozusagen, oder setzt sich sogar an ihre Spitze und beherrscht sie oder unterwirft sie. Und das ist genau da der Fall, wo die materialen Hochkulturen entstanden waren, zum Beispiel im Indus-Tal, in Mesopotamien und in Ägypten, ne? Am Nil. Also diese Kulturen, das sind alles matriarchale Hochkulturen gewesen, die durch Einwanderer so ab dem 5. bis 3., eher 2. Jahrtausend vor Christus unterwandert und zerstört worden sind. Ne? Also auch die ägyptische Hochkultur, auf die ja alle so stolz sind, ist ursprünglich eine schwarzafrikanische matriarchale Hochkultur aus Ostafrika. Ne? Das hat ja die Doris Wolf in Zürich genauer nachgewiesen, was war vor den Pharaonen. Also es gibt eine völlig andere Geschichtsschreibung. Seit wir wissen, es hat Matriarchate gegeben und die waren ganz anders, als sie kolportiert wurden. Also die Rehabilitation eigentlich der matriarchalen Zivilisation. Wir haben dann auch einen anderen Zivilisationsbegriff entwickelt. Das war speziell die Renate Gent, die später auch mit der Technikkritik ganz wesentlich war für die Weiterentwicklung dieser ganzen Debatte. Der neue Zivilisationsbegriff entsteht aus diesem Dilemma der Diffamierung, der nachträglichen, immer noch Diffamierung der materialen Gesellschaft, die heute auch in vielen indigenen Gesellschaften ja noch sehr präsent ist. Ja, weil in der generellen Literatur wird behauptet, die Zivilisation entsteht mit dem Patriarchat. Und das ist die höhere Zivilisation. Deswegen hat es den Namen Zivilisation, weil das ist der Begriff für das Höhere im Gegensatz zum Niederen. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr mit, sondern wir sagen, es gibt Zivilisationen zeichnen sich durch bestimmte Verhältnisse aus. Mit denen sie umgehen müssen, wenn sie bestehen wollen. Und es geht nicht darum, es geht darum, welchen Charakter diese Verhältnisse haben. Also was braucht eine Gesellschaft, um bestehen zu können? Haben wir schon gehabt, das Naturverhältnis. Also ne, sie brauchen eine Ökonomie, sie müssen irgendwas anbauen oder sammeln und jagen und so weiter. Die brauchen eine Technik. Also wie machen sie das? Also Pfeil und Bogen oder so, ne? Und dann brauchen sie ein Geschlechterverhältnis. Das brauchen sie, und zwar zwischen Männern und Frauen, nicht nix Gender, sondern weil die Frauen das Leben hervorbringen und die Männer helfen ihnen sozusagen dabei. Und deswegen muss das Geschlechterverhältnis geregelt werden in jeder Gesellschaft, denn wenn es keine Nachkommen gibt, ist die Gesellschaft am Ende. Also die Frage, wie tut die Gesellschaft das organisieren, damit sie sicher sein kann, dass ihr Bestand erhalten wird, dass die zweite Verhältnis, das wichtig ist, oder Naturverhältnis, Geschlechterverhältnis, dann kommt das Generationenverhältnis, das ein Verhältnis ist, in das jede Gesellschaft oder Zivilisation regeln muss, um über die Zeit zu bestehen. Das heißt, die Alten geben an die Jungen weiter, was sie wissen, ihr Wissen, ihre Traditionen, was ist gut, was sollte man vermeiden. Also die ganze Erziehung und Sozialisation von den Jüngeren, Mittleren auf die und zu den von den Alten her auf die Mittleren und Jüngeren. Also das Generationenverhältnis.
Und dann haben wir das politische Verhältnis, also im engeren Sinne, wie organisiert die Gesellschaft, dass das alles funktioniert, ne? Also wer hat da was zu sagen, wer hat da was zu bestimmen, mitzubestimmen oder nicht? Macht das einer allein von oben oder macht das, ist das basisdemokratisch organisiert und so weiter? Also wie sozial ist sozusagen die Politik organisiert? Und das letzte Verhältnis schließe ich, wir haben also fünf solche Verhältnisse identifiziert, ist das sogenannte Transzendenzverhältnis. Da geht es um die Frage, wo kommen wir eigentlich her als Menschen, was haben wir für eine Aufgabe auf der Welt, wo gehen wir hin, wenn wir sterben, wie kommen wir jetzt wieder oder nicht, ne? Wiedergeburtsfragen, religiöse Fragen, spirituelle Fragen, wie gehen wir um mit dem Unsichtbaren, wie sind wir verbunden mit anderen Lebewesen in der Welt und wie kann man das darstellen, wie kann man das auch ritualisieren und so weiter. Das ist das Transzendenzverhältnis. Und wir haben festgestellt, dass eben die zentralen Zivilisationen auf der Welt, die matriarchalen waren erst und danach die patriarchalen oder auch eine Mischung, gemischt. Das heißt, das Patriarchat ist eigentlich ein Prozess des Werdens. Also das Patriarchat existiert nicht einfach plump so, sondern es fängt an, sich zu bilden, weil es hat ja nicht existiert. Das Alte sind eigentlich die matriarchalen Gesellschaften, die natürlich auch in vielen Formen entstehen. Also von den Eskimos im Eis bis hin zu den über die Wüstenbewohner, die Tuareg, bis hin zu den Urwaldbewohnern, die Pygmäen und so, sind alles matriarchale Völker gewesen. Und querbeet, also auch in Europa und Amerika und Asien. Also wie ist dieser, wie kann man bestimmen, was der Unterschied ist? Und der Unterschied ist immer diese kooperative sich zuwenden zueinander und zur Natur, also dieses basisdemokratische im Grunde genommen Verhältnis, das auch aus dieser, das ist wie die Mutter mit ihren Kindern, die schaut auch mal, dass alle Kinder das Gleiche kriegen und nicht eins mehr, eins weniger. Das heißt, das sind so grundlegende Erfahrungen und Verhältnisse, die in Matriarchaten die zentrale Rolle spielen, dass alle werden gleich behandelt, eben nicht verschieden, ne? Obwohl die Männer andere Funktionen, zum Teil andere Arbeit machen und so weiter. Aber sie werden nicht, die Männer werden nicht umgekehrt diskriminiert, ne? Wie im Patriarchat die Frauen. Also eine Art Egalität als Grundlage und Naturkooperation, eine Einbindung in die Natur, weil wenn man sich gegen die Natur wendet, ist es einfach nur schlecht, ne? Man kommt dabei um, man wird krank. Also das, für die matriarchalen Völker ist das Patriarchat eigentlich völlig unverständlich, weil es das alles über den Haufen schmeißt. Also das Patriarchat macht Krieg gegen die Natur, gegen die Menschen, vor allen Dingen gegen die Frauen, warum werden wir gleich noch sehen, und setzt sich an dessen Stelle, an deren Stelle. Also Schöpfer sind auf einmal Männer, was für jede matriarchale Person ein Witz ist, ne? Weil die Männer im Matriarchat das auch anerkennen. Die Frauen sind eben die Schöpfer, die haben eine bestimmte Kraft, die wir nicht haben, die übrigens Gynergie genannt wird, Mary Daly, USA, die weibliche Energie. Die haben eine bestimmte Energie, die die Männer eben nicht haben, die sie befähigt, das Leben hervorzubringen. Und das wird in matriarchalen Gesellschaften neidlos anerkannt. Es ist halt so wie die Sonne und der Mond irgendwann aufgehen, morgens und abends. Genauso ist das eben. Und das ist kein Problem für die Männer, dass sie jetzt da irgendwie das nicht können. Sie können halt andere Sachen und machen andere Sachen und arbeiten zusammen. Und die Idee, dass das aber umgekehrt organisiert gehört oder sein soll, angeblich, und damit beginnen alle Patriarchate sich zu rechtfertigen, also nach den Eroberungsgeschichten. Sie behaupten, also nach jeder Eroberung kommt, der Eroberer ist der Vater. Vater Staat, Vater Gott, alles, plötzlich der Vaterbegriff, den es in Matriarchaten übrigens gar nicht gibt meistens, kriegt da eine sofort politische Dimension. Das ist der Schöpfer. Und was ist dann mit den Frauen? Ja, eben, was ist dann mit denen? Also man schaut auf sie herab, weil sie eben nicht Schöpferin sind. Man will ihnen was wegnehmen. Und da das aber nicht so ist, in der Natur sind, ist das weibliche Prinzip, ist das Schöpferische, ne? Das ist in der Natur einfach so. Will man das technisch umkehren? Das ist eigentlich die Frage, die Technikfrage. Also wenn man behauptet, die Männer sind die Schöpferischen und die haben der technische Fortschritt. Alles, was gut ist, kommt von den Männern, ne? Ja, dann hat man ja ein Problem. Wie definiert man das, ne? Was ist denn daran jetzt besser?
Und es soll ja immer besser sein. Also es geht immer um Verbesserungen im Patriarchat. Wo angeblich war das Matriarchat so schlecht, plötzlich will man alles verbessern. Und was will man verbessern? Zunächst einmal, die Schöpfung kommt von den Männern, was ja gar keine Verbesserung ist, sondern nicht existiert. Das gibt es nicht. Also muss es erfunden werden, Technikfrage. Also die Technik heißt zunächst im Patriarchat, ich behaupte, sagt der Patriarch, ich bin hier der Vater von allem, ne? Ich bin der Schöpfer von allem. So, das kann er machen eine Weile, aber irgendwann muss er das halt auch beweisen. Er muss beweisen, dass das so ist. Und das ist die Technikfrage. Also der Fortschritt besteht seitdem immer darin, dass der Fortschritt darin besteht, die Schöpfungsfrage zu den Männern zu schieben, zu verfrachten und weg von den Frauen. Also immer mehr. Die Männer eignen sich immer mehr Schöpfungsbereiche an, Produktion zum Beispiel oder Raub. Ne? Sie haben es angeschafft. Ne? Das ist dann die Schöpfung. Und bei dem Leben wird es dann schwierig. Ne? Wie kann man denn, aber heute haben wir zum Beispiel im Gender- und Trans-Diskurs den gebärfähigen Mann. Man darf nicht mehr sagen, dass es Frauen gibt, ne? Die sind diejenigen, die gebären. Nein, nein, das ist eine Diskriminierung für die Männer. Bis dahin ist das Patriarchat gelangt. Also zu behaupten, ist eine Diskriminierung, zu sagen, dass Männer nicht gebären können. Also das muss man sich mal historisch überhaupt mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Prozess, wohin der gelangt ist, dass nämlich unmittelbar gar nicht mehr behauptet werden darf, dass Männer nicht gebären können. Ne? Das heißt, der Hintergrund ist natürlich keine Naturdiskussion mehr, sondern die Ersetzung der Naturdiskussion durch die Technik, in dem heute die Maschine. Die Maschine ist die das Gebären macht oder machen soll. Das ist der Prozess dahin. Und das heißt, die Technikfrage besteht darin, dass die Behauptungen des Patriarchats oder diese Utopie, der Mann ist der Schöpfer, wirklich in die Wahrheit, in die Realität umzusetzen. Ja, das ist ja nun die totale Verkehrung, die doppelte Verkehrung sozusagen. Die eine Verkehrung besteht darin zu sagen, die wird dann auch behauptet, seit der Antike übrigens, ne, die Natur selbst will ja eigentlich, dass die Männer die Schöpfer sind. Ne? Bisher waren es immer die Frauen, okay, aber eigentlich will die Natur, wird die ganz neu interpretiert, ist ja auf unserer Seite. Sie will ja selber, das Geheimnis der Natur besteht darin, dass sie eigentlich will, dass der Mann der Schöpfer ist. Und deswegen ist das die Rechtfertigung für alle diese technischen Versuche, das Ganze abzuschaffen und umzudrehen. Ne? Und heute ist man also dabei, was wir also jetzt haben als die Technik, die das schafft und schaffen will oder geschafft haben will, ist die Maschine. Maschinentechnik ist eine ganz neue Technik, die erst seit dem 18. Jahrhundert eigentlich entstanden ist im Prinzip. Und dass man jetzt sagt, und die Frauen dürfen da jetzt auch mitmachen, ist ja völlig verrückt. Und die Gynäkie will man schon gar nicht dabei haben, weil der Begriff gibt es ja gar nicht in der patriarchalen Diskussion. Die Frauen haben ja keine extra Energie, dann müsste man das ja irgendwie anerkennen. Nee, nee, die wird ihnen ja genommen. Der Witz ist, dass man ihnen das nimmt. So wie die Frauen, die in der DDR war, das ist noch existiert, immer so das Problem, dass die Frauen, die eine Lohnarbeit suchten, zum Beispiel angeboten haben, sich sterilisieren zu lassen, ne? Weil die Arbeitgeber halt lieber Frauen haben, die immer da sind und nicht plötzlich wegen Schwangerschaft ausfallen und so weiter. Ist ja auch hier ein Problem überall. Also das heißt, die Gynäkie, also diese spezielle oder generelle Fähigkeit der Frauen, mit dem Leben zu kooperieren, dass es neu entsteht, die wird ja geleugnet. Ne? Das Patriarchat muss ja sowas verleugnen, das ist doch klar. Und es tut alles daran, die Frauen diese Kraft verlieren und sich umorientieren, anstatt an sich selber zu orientieren, sich orientieren an diesen Ersatzprojekten des Patriarchats, also in Gestalt der Maschine im weitesten Sinne oder der Bürokratie oder der arbeitenden Fabrik oder sowas. Ne? Und das als Entpatriarchalisierung im Sinne, jetzt gibt es keine Ungleichheit mehr zwischen Männern und Frauen, weil vorher das Patriarchat hat die Ungleichheit geschaffen und jetzt schafft es sie wieder ab. Ne? Sie schafft es aber ab auf Kosten des gesamten Prozesses. Es ist ja eine Unwahrheit. Es stimmt ja nicht, dass die Männer die Schöpfer sind, nach wie vor nicht. Ne?
Das heißt, sie müssen ja dauernd mit Gewalt aufrechterhalten, diese Utopie, dass das Patriarchat die bessere Gesellschaft ist, ne? Und dass die Frauen dann selbst mitmachen wollen an der Weiterentwicklung des Patriarchats gegen sich selbst, ne? Deswegen haben sich ja immer, deswegen dieses Problem mit denen, die Frauen nicht in die technischen Berufe wollen, weil sie ahnen, selbst wenn sie es nicht unbedingt wissen, dass das gegen sich, gegen sie wendet oder dass sie dann etwas opfern müssen, nämlich sich selbst opfern müssen, also ihre besondere Qualität als Frauen opfern müssen. Ne? Das wird jetzt aber total verwischt, indem die Gender-Ideologie da ist, die sagt, zwischen Männern und Frauen, es gibt überhaupt kein Problem, geschlechtsneutral, aber das Geschlecht gibt es gar nicht, schon gar nicht als Naturkategorie, sondern das sind alles soziale Erfindungen und technische Erfindungen und deswegen kann man die auch entsprechend beliebig ändern. Maschinerie ist ein Verfahren der Beliebigkeit. Das heißt, es muss sich nicht orientieren an irgendeiner Natur und an irgendwelchen Naturgesetzen oder Vorgaben oder Prozessen und Ordnungen, sondern kann sich darüber hinwegsetzen. Das ist die Beliebigkeit. Die Frauen werden jetzt eingeladen, da mitzumachen. Bei vielen funktioniert das ja auch. Also sie beteiligt sich an der Entwicklung des Patriarchats in dem Sinne, das heißt an ihrer Abschaffung, an ihrer eigenen Abschaffung, ne? An ihrer ökonomisch-technischen und so weiter ideologischen Abschaffung. Frauen als Geschlecht gibt es dann nicht mehr. Das ist ja auch, und die Maschine braucht auch kein Geschlecht. Die Maschine ist wirklich geschlechtsneutral. Das, was also als Abschaffung des Patriarchats erscheint, ist das Mitmachen an der Vollendung des Patriarchats als Prozess. Man muss immer das Patriarchat als einen unnatürlichen oder gegen die Natur gerichteten Prozess verstehen, in dem eine Technik entwickelt wird, die das schöpferische Prinzip ersetzen soll, das in der Natur waltet, das bei den Frauen waltet und das soll ersetzt werden. Deswegen kommt die Zerstörung zustande, denn dieser Ersetzungsprozess geht ja nicht ohne Zerstörung. Es muss also erstmal zerstört werden, was hinterher ersetzt werden soll. Ne? Ich nenne das im Übrigen Alchemie. Das ist jetzt noch die technische Diskussion im historischen Prozess, kann man noch machen. Also das heißt, es läuft eine doppelte Verkehrung, was die Frauen angeht. Die Männer sind dann mit dabei, weil die denken, ja, Schöpfer sein ist ja prima und wir sind natürlich schöpferisch, ne? Und die brauchen auch nicht mehr zu erleben, dass ihre Freundin oder Frauen schwanger werden, wo man sieht, wo die Schöpfung ist, ne? Das ist ja, das ist, was die Männer dann immer vom Hocker reißt. Die Realität ist ja ganz anders als das, was gesagt wird. Also zunächst mal zum Begriff der Ergänzung. Das ist lange Zeit auch in der Diskussion gewesen. Ja, die Männer wollen ja nur die Frauen ergänzen, aber das hat nie gestimmt. Also das hat von Anfang an nicht. Also ich habe ja diese Debatte, siehe mein neues Buch, seit der Antike verfolgt. Also ich habe wirklich da angefangen, wo diese Debatte stattgefunden hat, nachweislich stattgefunden hat. Also in Ägypten und bei den Griechen, bei den alten Griechen, ne? Also da hat's nie, ist es nie um Ergänzung gegangen. Kein einziges Mal, von Anfang an nicht und bis heute nicht. Das sind nur so Wunschträume, die so in den Nebenkriegsschauplätzen sich da abgespielt haben. Oder so, ich meine, die Männer sind ja auch, die werden ja auch in diese Gesellschaft hineingeboren, die haben sie sich ja nicht ausgesucht, müssen sich eigentlich damit auseinandersetzen und sind ja gar nicht per se feindlich den Frauen gegenüber qua Natur oder so, sondern sie lernen das ja erst in ihrer Sozialisation, dass sie das zu sein haben und warum sie das zu sein haben. Und manche retten sich dann halt, dass sie sagen, ja, wir wollten das einfach ergänzen und damit den Frauen geholfen ist und so weiter. Aber darum ist es vom System her, Patriarchat als System, als Zivilisation, nie gegangen. Es ging immer darum, die bessere Schöpfung ist die männliche. Also nicht nur die Alternative oder die Ergänzung oder oder auch eine Schöpfung, sondern das ist die Schöpfung, welche. Es ist die höhere, es ist die bessere, es ist die göttliche, es ist die, die Natur selbst will. Das war immer das Level. Um dieses Level ist es immer gegangen. Es ging nie um Ergänzung und irgendwas Freundliches im unteren Bereich. Ne? Das heißt, es geht im Prinzip darum, die Frauen müssen abgeschafft werden. Die Natur muss abgeschafft werden als schöpferische. Das heißt, das Leben, das Lebendige, alles, was da ist, soll abgeschafft und dann neu geschaffen werden als das Höhere, Bessere und so weiter, der Fortschritt. Ne? Das heißt, dieses Ganze ist ein Mordprogramm. Ne? Das ist ein Programm der Ermordung der Welt. Und dann, und das ist diese Alchemie-Geschichte, die Alchemie ist also eine Technik, die schon eben seit der Antike den Namen trägt. Die soll die Zerstörung der Materie
im Schluss dazu bringen, dass sie neu zusammengesetzt und neu irgendwelchen Klimbim was Neues da entsteht, was also nichts mehr mit dem Alten zu tun hat. Ne? Also das heißt, die Zerstörung, auf Lateinisch Mortifikation von Mors, der Tod, die Mortifikation ist immer der erste Schritt im Verfahren dieser Technik der Ersetzung, der besseren, höheren Ersetzung der Welt durch ihr Gegenteil, ist die Mortifikation. Die Welt wird zerstört, die Natur, die Frau, je nachdem, worum es sich handelt, die Materie, das Leben. Das entsteht ein Brei und dieser Brei, die Massa Confusa oder Materia Prima, es wird ja auch fantasiert, dass das der Urstoff wäre, der nach nach dem Urknall als erstes da war und solche irren Geschichten. Die Griechen, da haben alle so eine total, die Atomdiskussion, ne, das sind die Atomteilchen, die kommt daher, so die Welt als Teilchen, der erst hergestellt wird, indem die Materie zerstört wird, das Leben wird in Teilchen hergestellt. So eine Art Masse, eben eine Massa Confusa, und die wird dann neu mit was zusammengesetzt, wo dann damit was Neues gemacht wird. Ne? Also ohne dieses Material kann man ja nichts machen. Also deswegen muss die Zerstörung stattfinden. Man kann ja nicht aus dem Nichts schöpfen. Man will also mit diesem Brei dann was Neues anfangen und dann wird dann Samen zugesetzt. Es wird dann eben immer in analog zum fruchtbar werden oder sowas. Ne? Das wird dann also vom schwarzen Schlamm wird das dann erstmal weiß wie Silber und dann wie Gold. Das sind diese Farbenlehre in der Alchemie, wo das Neue entsteht und dann, und das Rot in das neue Leben. Also Rot ist immer die Farbe des Lebens. Und da werden immer bestimmte Stoffe zugesetzt, die das neu in eine neue Form bringen. Und das ist dann das höhere und bessere Leben, angeblich, ne? So. Aber es beruht immer auf der Zerstörung des Alten oder dessen, was erst einmal da ist, ne? Und das ist das Problem, dass, also ich nenne das Alchemie, das ist ja eine Kurzfassung jetzt, ne? Das ist ja eine komplizierte Diskussion, in der mir ganz wenige Leute folgen werden oder wollen, weil sie diese patriarchale Perspektive nicht einnehmen wollen, ne? Die ja dann nachweislich, also aus der ägyptisch-griechischen Kultur hier nach Europa gekommen ist mit den Arabern und dann im späten Mittelalter und vor allen Dingen im Beginn der Neuzeit total prägend war in der europäischen Technikentwicklung und schließlich zur Maschine geführt hat. Und da wird angeblich, findet dann aber was ganz anderes statt, sagen alle Alchemiekenner und Historiker, weil dann hat die Alchemie ausgedient und dann macht sie nichts mehr und ist sozusagen als die traditionelle Technik oder die bessere und dann nicht mehr vorhanden. Nein, also aus meiner Sicht kommt dann die Alchemie erst zum richtigen Zuge, indem sie mit der Maschine nämlich diesen ganzen Prozess der Zerstörung der Welt und der Neuschöpfung erst auf völlig neue Füße stellt und das hervorbringt, was wir heute haben, unter dem wir heute leiden, also und bis hin zum Transhumanismus, wo es darum geht, nicht nur die Natur in Maschine zu verwandeln, sondern auch das Leben selbst und den Menschen selbst. Der soll also nicht mehr menschlich sein von seinen Naturgaben und vom Lebendigen her, sondern er soll sukzessive in die Maschine hineingenommen und in sie selbst verwandelt und mit ihr verschmolzen werden. O-Ton, Kurzweil oder Klaus Schwab, ne? Diese Leute, die den Transhumanismus heute predigen, also die ganze neue, die vierte industrielle Revolution, wie das heißt, ist genau die Durchsetzung der Alchemie bis hin ins unterste Teilchen des Lebendigen und des Menschlichen hinein, also die Durchmaschinisierung des ganzen Prozesses. Das heißt, das Ganze wird eine Megamaschine oder soll es werden. Digitalisierung ist die Methode, finden alle toll. Ne? Ich finde das entsetzlich, weil das ist eigentlich das Ende der Welt, wenn man so will. Das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und die Verschmelzung des Menschen mit der Maschine, also nicht nur als Fabrikarbeiter oder also wie ich sitze da mit meinem Handy oder sitze auf dem Motorrad, also ich bin mit der Maschine unterwegs, ne? Sondern die Maschine ist mit mir unterwegs. Ich bin nur noch ihr Teil. Also nicht nur ich habe ein Teil von mir ist Maschine, sondern ich werde in die Maschine hineingezogen und von ihr verschluckt sozusagen. Das heißt Digitalisierung und Internet of Things oder Internet of Bodies, wie das inzwischen heißt, also das Internet der Dinge, das Internet der Körper. Also so weit geht das. Also das heißt, heute kann man dieses Prinzip der Ersetzung, also der Zerstörung und Ersetzung zum angeblich Besseren,
ganz genau studieren, so wie überhaupt noch nie zuvor. Also das realisiert sich halt auf einer Weise, die einem geradezu die Gänsehaut über den Rücken jagt. Ne? Und die Frauen, die da mitmachen, das sind eben die, die es aufgegeben haben, aus dem Patriarchat rauszuwollen. Sie wollen rauf. Ne? Sie wollen in ihm aufsteigen. Sie wollen halt mitmachen und beweisen, wir können alles genauso gut wie die Männer und sogar noch besser, vom Bomberpiloten bis zum, ne? Das ist doch der Punkt, dass die Frauen total betrogen werden dadurch und die Männer natürlich auch, weil den Männern ja immer mehr einsuggeriert wird, wo ihr da beteiligt seid an dieser Technik. Das ist das Beste, was euch in der ganzen Geschichte der Menschheit je passieren konnte. Ne? Und dann plötzlich sind sie gar keine Menschen mehr. Dann haben sie also nicht die Frauen, nicht nur ihre Gebärfähigkeit und alles andere verloren und ihre Geschichte und so weiter, sondern die Männer ihre eigenen lebendigen, wir sind ja auch lebendige Wesen, ne? Das auch aufge wurde auch geschluckt. Ne? Das heißt, es geht ja nicht darum, ob jetzt die Männer irgendwie alle schuld sind. Ne? Das ist die Frage, die dahinter steht. Sondern sie werden schlecht gemacht. Also das menschliche Leben und das Leben überhaupt, das weibliche zumal und jetzt eben auch das übrige, wird schlecht gemacht. Also ihr seid nichts wert, ihr seid primitiv und so weiter. Und ihr müsst euch anpassen, ihr müsst euch einfügen und integrieren in in die Megamaschine, ne? Als Perspektive. Ja. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ne? Es gibt so Sätze, die das erklären. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also wenn wir das Bessere wollen, müssen wir eben auch Opfer bringen. Ne? Der Fortschritt verlangt Opfer, das wird anerkannt. Oder wie der Josef Schumpeter, ne, der Ökonom, der sagt, es gibt eine schöpferische Zerstörung in der Ökonomie. Die ganze Ökonomie, einschließlich Marx, obwohl der Marx am Schluss ja doch gesagt hat, der Kapitalismus zerstört am Ende seine eigenen Grundlagen, nämlich die Natur und den Arbeiter, ne, selber, also der Schöpfer des Mehrwerts ist und so weiter. Das hat der Marx, aber er hat daraus erst später übrigens, der späte Marx ist ja nochmal zurückgekehrt zur vorindustriellen Gesellschaft, nämlich dem Mir, also der russischen Bauernwirtschaft. Das wird er kaum anerkannt. Der hat ja nochmal eine große Kehrtwende in seinem Alter gemacht. Aber generell gilt der Fortschritt, das läuft heute alles unter dem Begriff Fortschritt, als unhinterfragbar. Der Fortschritt ist das Synonym für die Behauptung, dass die technische Entwicklung, das Patriarchat etc. oder die moderne Zivilisation, wird ja nicht so genannt, aber immer das Bessere hervorbringt. Und trotz Zerstörung, und die Zerstörung ist dann einfach ein notwendiger Verzichtsanteil, den wir halt uns so. Aber im Prinzip wird es immer mehr und immer besser. Und genau das stimmt eben nicht. Also man kann es ja auch nachweisen. Man muss viel mehr Inputs in die Produktion tun, als nachher rauskommt. Ne? Also es kippt ja um. Gerade in der Agrarwirtschaft zum Beispiel oder über den Energiesektor. Also was an Energie, zum Beispiel Öl, in die Landwirtschaft fließt, ist 10-mal so viel generell ausgerechnet, habe ich nicht ausgerechnet, sondern andere, als nachher rauskommt. Das heißt, völlig unökonomisch auch noch dazu. Das Bessere ist also sozusagen das Unökonomische, ist der Verschleiß, ist die Zerstörung, ist der Verbrauch. Die Welt wird verbraucht. Und das sieht man eben insgesamt, wird ja alles gemessen. Ne? Die Moderne besteht darin, alles wird gemessen und quantifiziert. Kann man ja nachweisen. Und die Rohstoffe gehen aus und überall gehen die Böden kaputt und so weiter. Ne? Bis hin zum Klima etc. Also alles wird schlechter. Aber niemand will erkennen, warum das so ist. Denn das geht ja hinaus über diesen üblichen, der Verzicht muss man halt auch leisten und so weiter. Längst hinaus, geht längst hinaus. Deswegen werden ja jetzt so Notbremsen gezogen, dass man plötzlich eine andere Erklärung, eine andere Politik einführt, nämlich
eigentlich seit den 70er Jahren mit dem Club of Rome. Das waren die ersten Meadows und so weiter, die also die Grenzen des Wachstums aufgezeigt haben. Es kann nicht immer weiter wachsen, also sowohl weder die Ökonomie noch die technischen Errungenschaften. Es hat irgendwo auch eine Grenze und die liegt zum Beispiel daran, dass die Erde eben endlich ist und nicht unendlich. Das ist ja guten Morgen, kann man dann nur sagen. Das haben die damals schon festgestellt, aber ihre Konsequenz, und das sehen wir heute an den Programmen des Green New Deal, den die EU ja macht, auch die Amerikaner zum Teil, oder an dem Schwabschen Konzept des World Economic Forum, also dem Great Reset, die predigen ja alle eine ganz plötzlich Sparsamkeit. Man muss, darf das nicht mehr verbrauchen, man muss ganz bescheiden leben, man muss auf alles verzichten und so weiter. Aber nicht etwa, um das System wirklich zu ändern. Die wollen ja nicht das Patriarchat abschaffen. Das würden sie ja tun, wenn sie es ernst nehmen. Sondern sie wollen es auf andere Füße stellen, nämlich einfach auf einmal auf quantitativ geringer, also das heißt Bevölkerungsreduktion. Mit 8 Milliarden Menschen hat man halt bald alle Rohstoffe aufgebraucht, wenn die alle auf demselben Level leben sollen. Also muss das Level gesenkt werden und es müssen die Bevölkerungszahlen gesenkt werden. Das ist also seit 60 Jahren eigentlich eine breit diskutierte und zugegebene Strategie. Ne? Die Bevölkerungsreduktion, das heißt, die Leute werden umgebracht, ne? Man braucht sie nicht mehr. Das ist das Problem, was wir jetzt haben oder was wir langsam zu erkennen beginnen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine neue Technologie, eben genau die vierte industrielle Revolution, das heißt also, das ist künstliche Intelligenz, Nano, die ganzen Biotechnologien, also einschließlich synthetische Biologie und Gentechnik und was haben wir noch? Geoengineering. Das Geoengineering wird überhaupt noch nicht gesehen. Das ist das, was das Klima zerstört oder vielmehr, was die Herrschaft über den Planeten oder die klimatischen Bedingungen oder Wetterbedingungen des Planeten seitens des Militärs schon seit dem Zweiten Weltkrieg jetzt errungen hat. Und die US Air Force hat ja gesagt, dass bis 2025, also ist ja gleich, hat sie die Weltwetterkontrolle übernommen. Das wird aber nicht zugegeben, das gilt dann als Klimaproblem und die Fridays for Future und diese Extinction Rebellion, die ja gar nicht gegen die Zerstörung sind, sondern sie im Gegenteil befürworten, aber das ist eine andere Frage, die ja alle behaupten, dass das Klimaproblem vom CO2 herkommt. Und das ist sehr praktisch, weil das CO2 ist ein Gas, was eben entsteht durch die Verbrennung der fossilen Energien. Da kann man sagen, also das und das CO2 ist angeblich das, was das Wetter kaputt macht. Also müssen wir auf die fossilen Energien verzichten und dann sind wir grün. Ne? So, das ist die Mär, die da verbreitet wird, was ein totaler Quatsch ist, aber die jetzt inzwischen alle glauben. Also das heißt, das Ganze dient dazu, herunterzufahren, den Energieverbrauch, den Ressourcenverbrauch und also überhaupt alle Quantitäten und herunterzufahren, erstmal auf ganz wenige und dann kann man die übrigen, also diese Hightech-Technologien, alles an so KI, also alles wird maschinisiert, alles ist Computer, der Mensch mit dem Computer verschmolzen, das Gehirn mit dem Chip drin und so, der Elon Musk hat es ja schon vorgemacht mit seinen Affen und mit Schweinen und so weiter, wie das geht. Das ist alles bis hin zur künstlichen Geburt. Also es gibt inzwischen künstliche Uterie, man braucht also keine Frauen mehr. Nur das mit dem Ei, also das Ovum, das kann man also nicht so leicht ersetzen. Und dann gibt es die synthetische Biologie, die dann also das Leben also praktisch reduziert auf eine machbare Masse, die man also als Genom zum Beispiel dann einsetzen kann. Statt der befruchteten Ei und so weiter. Und dann gebiert die Frau plötzlich Rosemaries Baby, also eine Kunstgestalt. Und das wird ja alles schon ausprobiert. Es wird auch alles schon seit 50 Jahren propagiert und diskutiert. Und nun soll es auch alles gemacht werden. Also man braucht die Frau nicht mehr. Man hat sie dann endgültig ersetzt, wenn das klappt, ne? Oder in dem Ausmaß, in dem man es halt braucht. Oder die Frauen werden eben völlig zweckentfremdet mit ihrer Gynäkie oder eben abgeschafft oder zweckentfremdet. So, das hat man das Problem unter Kontrolle mit den Frauen und mit der Natur, dass man halt über Nanotechnik versucht, also über die Kleinstzerlegung, also auf molekularer und atomarer Ebene die Materie zerlegt und dann neu zusammensetzt zu völlig neuen Kunstfiguren, also Maschinen, Minimaschinen, also zum Beispiel die
Nanobots etc., also die Nanotechnologie, oder eben genauso in der Biotechnologie, also Kunstwissenschaft, also durch auch Vermischung, Chimären und Überschreitung der Artgrenzen zwischen Menschen und Tieren und Pflanzen. Das ist ja alles ein Programm, was der Francis Bacon, der Erfinder der modernen Wissenschaft schon im 17. Jahrhundert in Neuatlantis beschrieben hat, was sie alles machen wollen, ein Alchemist im Übrigen. Also das Programm wird jetzt realisiert. Es geht darum, das patriarchale Programm kann jetzt nach und nach jetzt ein paar tausend Jahren, wirklich realisiert werden. Die machen das, ne? Und die schaffen das, aber sie schaffen es ja nur, indem sie das Übrige zerstören. Eben, das ist das Problem, ne? Es geht nicht ohne die Zerstörung der Welt. Und das darf natürlich nicht gesehen werden. Und die Ideologie, die benutzt wird, um das nicht zu sehen, ist, es wird alles immer besser und schöner und perfekter. Das ist die Fortschrittsideologie. Das ist die zentrale Ideologie, die es den Leuten ermöglicht, trotz aller Rückschläge und Katastrophen drumherum immer noch zu behaupten. Und wenn sie das nicht mehr täten, dann geht es ja erst los, ne? Dann müssten sie letztlich diese Patriarchatsfrage stellen, warum die Schöpfung eine männliche sein soll und die übrige dafür geschleift wird. Das müssen sie mal erklären. Die Frage wird natürlich gar nicht gestellt, aber die stellt sich dann. Also in dem Moment, wo der Fortschritt in Frage gestellt wird, gibt es eigentlich kein Halten mehr. Dann geht es an die Wurzeln des Patriarchats. Und das Patriarchat kennt ja niemand. Niemand hat diesen Begriff. Ne, weil er wird ja immer nur mit Herrschaft und irgendwo beherrschen, irgendwelche Männer, irgendwelche Frauen oder etc. Und das kann man ja dann auch sein lassen oder beliebig. Ne? Aber die zentrale Frage der Transformation des Lebens in ein naturschöpferisches, in ein Männer, also patriarchale Männer, die schöpfen die Welt, sind wie Götter, ne, inzwischen. Da muss man den Harari lesen, Yuval Harari, dieser israelische Historiker, der drückt das ja am knallhartesten aus, ne? Wie das ist die neue Evolution. Wir werden jetzt besser, transhuman oder posthuman, da gibt es dann gar keine Menschen mehr, das dann danach, nach dem Menschen. Also transhuman sind wir wie Götter, weil wir können alles, wir können so schnell denken wie der Computer, wir haben Gehirn im Chip. Wir können alles besser, wir kriegen ein paar elektromagnetische Wellen, kriegen wir bestimmte Gefühle produziert, sodass wir uns königlich fühlen, ne? Wenn wir mal niedergeschlagen sind, weil wer hält denn das aus, ne? Dann kriegen wir das hingebeamt und dann fühlen wir uns großartig und machen weiter, ne? So, und das ist dann der Homo Deus, sagt er, der Gottmensch, ne? Wir sind Gottmensch, indem wir in der Maschine, die Maschine ist, wird zum Gott erklärt. Die Gottmaschine, so nennt er das auch. Die Maschine ist Gott. Die ganze Religion wird als neu, alles fallen gelassen, was vorher war, wird neu strukturiert. Die Maschine ist Gott. Sie soll sogar universell sein im ganzen Universum. Also irrer geht es ja gar nicht. Und wir sind göttlich, indem wir daran beteiligt sein dürfen. Wir dürfen dann mal ein Rädchen in dieser Maschine sein, ne? So. Ja, das hat ja schon der Schirmacher, Frank Schirmacher, der war der FAZ-Herausgeber, der ist aber dann plötzlich gestorben. Der hat ein Buch geschrieben, nach seinem Buch über die neuen Technologien, die Darwin AG hieß das Buch von 2001. Das war eines der ersten tollen Bücher über alle diese neuen Technologien. Der hat dann ein weiteres Buch 2013, Ego. Das Spiel des Lebens. Da hat er beschrieben, wie die Menschen über die Computerisierung, dann, also die dritte industrielle Revolution war das ja, ne? Also die vor der vierten schon, die seit den 70er Jahren kann man sagen, daran gewöhnt worden sind, also wo halt der Computereinzug in die Büros, in alle Haushalte und so weiter gefunden hat als zentrale Maschine. Da sind die Menschen schon daran gewöhnt worden. Nämlich dem Befehl zu gehorchen. Die Maschine ist ja immer, Maschine ist ja nichts Demokratisches, sondern ist ein praktisch dem Militär abgegucktes System der totalen Hierarchisierung von oben nach unten. Also wenn du wie der Fabriker war, der auch schon, wenn er am Fließband steht und macht was falsch, ist plötzlich die Hand weggehackt, ne, und so. Also mit der Maschine gibt es keinen Spaß, sondern man muss sich ihr fügen, man muss sich ihr unterwerfen, wenn man sie überleben will. Und so ist das eben im Computer. Wenn du das falsch machst, dann passiert halt nichts, ne?
kriegst dein Manuskript nicht ausgedruckt oder gar nicht erst geschrieben. Das muss dich an die Regeln halten. Nur ist, die Leute denken, es ist nicht so schlimm, weil es ja nicht jemand ist, der befiehlt, sondern es ist etwas. Also die Maschine befiehlt mir, ja, ich unterwerfe mich ihr. Und das haben wir gelernt, sagt der Schirmherr, in der Zeit, seit der dritten Revolution, industriellen Revolution, sind wir schon dran gewöhnt. Und jetzt kann es ja dann auch weitergehen, ne? So. Also, das heißt, die Digitalisierung ist ja das totale Megamaschine, in der alles, da soll ja über Sensoren alles eingespeist werden. Also von der Kleidung über die Straßen, die Beleuchtung, den Kühlschrank, was da drin ist und so weiter, bis hin zu deinem Gehirn, ist alles eingespeist. Alles sind Dinge, Internet of Things, alles sind Dinge, die da rumflirren und die dann mit computerbasierter Software organisiert werden. Und dann wird bestimmt, was man machen darf und was nicht und so weiter und wie viel man jetzt dann noch kaufen muss oder soll oder nicht darf und wie viel Strom man verbraucht. Das wird ja alles Smart City, ne? Das ist das Modell der neuen Stadt, in der das alles wie in einem digitalen Gefängnis, das ist ja ein Knast, ne? In dem niemand mehr eine Entscheidung hat, sondern alles wird kontrolliert. Es geht ja nicht nur darum, dass sie mit unseren Daten uns irgendwelche Werbung zuschicken, sondern die Daten sind ja dazu da, uns zu kontrollieren und einzuspeisen in so ein auch Maximalprogramm dessen, was überhaupt noch verbraucht werden darf. Ne? Und dann wird also moralisch darüber geurteilt, wer dann nichts mehr verbraucht, also wer kritisch ist, dann darf dann nicht mehr Auto fahren oder irgendwie sowas. Ne? Also was ja die Chinesen schon haben mit diesem Social Credit System, das ist ja die Folge davon. Das wird alles in die Maschine eingespeist und entsprechend bearbeitet und du kriegst dann Befehl und Gehorsam, du kriegst dann die Anordnung und das ist eine KI. Ne? Die KI sagt, du darfst jetzt nicht mehr den Lichtschalter bedienen oder den Computer anmachen, weil du hast deine Energie Quantität aufgebraucht oder darf sie nicht weiter verwenden, weil du irgendwo einen kritischen Aufsatz geschrieben hast oder so. Das sind immer noch Menschen, die das machen. Ja. Ja, so what? Was wollen denn die Menschen? Das ist doch das Problem, so nicht, dass Menschen noch die KI noch machen, sondern was wollen die denn eigentlich, ne? Ich meine, es sind doch nicht alle Menschen meine Brüder und Schwestern, ne? Sondern es gibt ja Menschen, die wollen mich zum Beispiel da in ein totalitäres System hineinfesseln, wenn sie mich überhaupt am Leben lassen. Was nützt mir das? Also die Idee, dass die Maschine das entscheidet, das finden die Leute so komisch, obwohl sie es ja dauernd betreiben und ja mitmachen, ne? Weil als hätte die Maschine jetzt die Menschen ersetzt. So, das finden die Leute irgendwie komisch. Also die Maschine hat die Macht übernommen, was zum Beispiel im Geldgeschäft längst der Fall ist. Ne? Also die ganzen Finanzmärkte gehen ja nur über Supercomputer. Ne? Da entscheidet ja niemand mehr. Das entscheiden alles die Maschinen. Sie ist kein Werkzeug und sie hat nichts mit dem Handwerk zu tun. Maschine ist ein völlig anderer Prozess, der nichts, wie Günther Anders schon sagte, die Maschine ist imperialistisch. Die Maschine bedeutet, dass um sie herum alles in Maschine verwandelt wird nach und nach. Die sagt, die Maschine ist am Ende die eine Maschine. Ne? Genau das erleben wir jetzt. Der hat das ja schon in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren schon prognostiziert. Da hat er lange in den USA gelebt, da hat er das schon mitbekommen, weil da fing das ja an. Und dieses imperialistische Prinzip, dass Maschine tendiert dazu, alles um sich herum eben auch in Maschine zu verwandeln. Das ist natürlich kein Prozess, der von heute auf morgen geht, sondern das ist eben der Prozess. Man muss es als Prozess sehen, der nach und nach, ne? So wie wir jetzt auch, allein beim Aufbau hier dieses Arrangements, die ganz viel Zeit verbraucht haben, um überhaupt das zu ermöglichen. Man verbraucht immer mehr Zeit mit den Maschinen oder unter den Maschinen und in den Maschinen. Ne? Also das wäre vor 10 Jahren gar nicht denkbar gewesen. Ne? Da hat man halt eine Maschine gehabt, also in Form eines Autos oder eines Staubsaugers oder sowas und vielleicht eines Handys. Ne? Aber dass man nur noch mit Maschinen beschäftigt ist oder nur noch und dann schließlich hineingesaugt wird in die Maschine selber, das sind ja
die Weiterentwicklungen. Also wenn man das als Prozess sieht, versteht man das viel besser und dann spielt die Maschine eine immer größere Rolle. Das heißt aber nicht, dass das der Skandal ist, der Menschen und durch Maschinen ersetzt wird, sondern der Skandal ist, dass das kippt, also dieses Fortschrittliche, was eine Weile so auch in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war das ja der große Fortschritt und alle waren, fühlten sich befreit und jetzt haben wir endlich mal wieder Freizeit und wir können in Urlaub fahren und wir können sogar ein Flugzeug und so weiter. Also, und wir haben ein Auto und nicht nur ein Motorrad und so. Das wurde als Fortschritt auch dann entsprechend registriert. Und das war es auch für die Leute, ganz klar. Nur was sie nicht gesehen haben, ist diese längerfristige Tendenz, dieser Prozess, der seit der Antike bis heute sich dann plötzlich alles umkippt. Also das Umkippen geschieht in dem Moment, wo nicht mehr die Maschine mir nützt, sondern ich ihr. Ich bin für die Maschine da und nicht mehr sie für mich. Also das ist das, was jetzt gerade kippt und wo der Witz an dem ganzen Prozess, denn Maschine heißt ja nicht, oder Patriarchat heißt nicht, das ist ja Maschine, Maschinenentwicklung, heißt nicht, alle dürfen sich entwickeln, sondern wie ersetze ich das Leben durch eine Maschine? Das ist eine ganz andere Frage. Das ist die Frage, die überall dahinter steht. Wie ersetze ich das, was ist, da den Baum da draußen? Ne? Gab es ja mal so eine Diskussion in der Gemeinde von Los Angeles, dass sie die Palmen, die an den Highways stehen, die gingen immer ein von den ganzen verschmutzten Autokolonnen, die da vorbeifuhren, ne, von der Verschmutzung. Da haben sie diskutiert, wie sie halt Plastikbäume statt Palmen dahinstellen. Ne? Palmen, die so aussehen, aber sie auch Plastik sind. Ne? So, also solche Prozesse, daran sieht man das zum Beispiel. Das muss man also als Tendenz sehen, als dynamischen Prozess, in dem immer mehr das Leben verschwindet. Also nicht jetzt so eine Zwischenphase, wo das mal ganz gut ist, dass man nicht dauernd im Regen steht sozusagen, sondern es sich schützen kann und so weiter. Ne? Und dann plötzlich kippt das aber um und geht zu unserem Nachteil. Wir haben keine Freiheit mehr. Die Maschine ist ein autoritäres Projekt. Ne? Und das ganze Patriarchat ist autoritär. Das war ja nie mit Demokratie wirklich befasst, ne? Sondern nur so weit es eben wichtig war, dass alle Leute sich in den Arbeitsprozess gefügt haben. Jetzt geht es darum, dass sich alle fügen in die Maschine. Und das gilt dann auch als Demokratie. Hat aber damit nichts zu tun, weil das Ganze ist ein autoritärer und totalitärer Prozess. Ne? Deswegen ist die Demokratie ja längst verschwunden, wie wir zuletzt gesehen haben, und kann auch leicht plötzlich einfach ausgesetzt werden. Auch juristisch, die machen alle mit. Dieses Recht folgt der Technik. Ne? So, das ist die Tendenz, nicht umgekehrt. Ne? Die kippen plötzlich alle um und machen da mit. Oder auch die zum Beispiel Ethikkommissionen, ne, die neue Technologien also ethisch abklopfen sollen, ob die denn verträglich sind mit den bisherigen. Die sind alle dazu da, die zu genehmigen. Ne? Das ist nur ein Schauprozess. Das hat gar nichts damit. Das ist noch nie abgelehnt. Gentechnik, alles noch nie abgelehnt worden. Atomtechnik, nichts ist jemals ethisch abgelehnt worden, obwohl es hätte müssen. Ne? Na, wenn es überhaupt eine Ethik geben soll. Ja. Oder die Philosophen, die Technikphilosophen, die das alles begrüßen. Wie zum Beispiel der Preston in den USA, ein Loblied auf die Biotechnologien singt, wo einem ganz schlecht wird, wo dann die Welt bevölkert ist mit irgendwelchen Monstrosen, wie der Erwin Chargaff, dieser österreichische Chemiker, der ja auch mit die Gentechnik erfunden hat, wie der sagt, es wären also monströse Gestalten, die Welt bevölkern und die sind ja mit nichts verbunden. Also die ganze Verbundenheit stell dir mal vor, da kommt irgend so ein Ding um die Ecke, was überhaupt nicht aus der Natur kommt und damit auch nichts zu tun hat, ne? Von den anderen Naturwesen nicht erkannt wird und so. Das ist ja, wenn man das mal weiterdenkt, also extrapoliert, diese Tendenz extrapoliert in Gedanken, dann kommt man zum Grey Goo. Grey Goo ist also die Katastrophe, bei der die Zerkleinerung, also im alchemistischen Sinne, die Zertrümmerung der Materie plötzlich unaufhaltsam wird, also sich selbstständig fortsetzt, ne? Selbstreplikativ ins Unendliche fortsetzt und die ganze Natur umkippen lässt. Ne? Und dann ist Schluss. Ne? Dann haben wir Grey Goo, ist dann wirklich Schluss. Da haben wir ja alle Angst vor in der Nanotechnik, weil die Nanotechnik das als kaum analysiert. Die Nanotechnik wird angewandt überall. Kein Mensch weiß, was es eigentlich ist im Grunde genommen. Es gibt kaum eine Diskussion dazu. Ne? Oder über synthetische Biologie, also die künstliche Schaffung.
von Lebewesen, das ist ja eine Katastrophe, dass die nicht diskutiert wird. Und Chagas war einer von den Warnern, wie auch Josef Weizenbaum auf der Ebene der KI, der ja mit die Expertensysteme da im MIT, im Massachusetts Institute of Technology, mit erfunden hat, aber gesehen hat, wo das hinführt und der uns sagte, wenn die vierte industrielle Revolution Realität wird, dann werden die Lebenden die Toten beneiden. Ne? Nicht, wir werden schöner und besser, Homo Deus und intelligenter. Nee, nee. Das ist ganz unvorstellbar, was wir dann werden. Ne? Das müsste man mal diskutieren. Was das nicht der schöne neue Mensch, wie die Philosophen, der Technikphilosophen das nennen. Sorgner zum Beispiel, schöner neuer Mensch. Nee, nee. Wir sind überhaupt kein Mensch mehr. Und hässlich sind wir auch vor allen Dingen. Ne? Und neuer. Der neue hässliche nicht mehr Mensch, ne? Das ist also, ja, also, aber es gibt diese Theorie mit dem Anthropozentrismus, also wir sind das, die besseren Lebewesen, alles andere ist nieder, ne? Die Pflanzen und Tiere sind unter uns, wir sind oben. Und dass der Anthropozentrismus jetzt geschleift wird, also in der Masse, die meisten Menschen gelten eben demnächst nicht mehr als Menschen oder theoretisch schon nicht mehr und praktisch wird das jetzt umgesetzt. Wir sind gar keine Menschen mehr. Und das verstehen die Menschen nicht, weil sie immer glauben, sie seien sowieso überall haben. Ne? Deswegen sind sie gar nicht misstrauisch, was das angeht. Sie glauben an diese patriarchale Utopie der Verbesserung durch Technik. Da fährt der Zug drüber. Das Buch. Väter des Nichts, also das ist ja meine These, diese sogenannten Väter bringen nicht nur nichts hervor, letztendlich, sondern das Nichts. Also das Nichts ist ein ganz schlimmes Wort. Das Nichts ist also nach Parmenides oder anderen Philosophen, gibt es gar nicht. Ein Nichts gibt es nicht. Es gibt immer etwas, ne? Das Seine und das Sein und so weiter. Und das Nichts gibt es nicht. Also die Erfindung des Nichts ist sozusagen die ultimative Katastrophe für die Welt. Das soll das sagen. Und dann zum Wahn einer Neuschöpfung der Welt. Es ist ein Wahn, die Welt soll neu geschöpft werden, jenseits von Mütter und Mutter Natur. Und das ist ein Wahn, ne? Das ist eine Wahnvorstellung, die aber ganz rational daherkommt, weil alle das begrüßen als Fortschritt, ne? Und die Rationalität und der menschliche Kenntniswille oder Erfindungsgeist und so führt dahin. Nein, nein, er führt da nicht hin, sondern da, wo er früher hingeführt hat, in materialen Gesellschaften, das wird ja alles geschleift, sondern dahinter steht ja immer dieser Fortschrittsglaube, dass umso weniger Mütter und Mutter Natur hervorbringen, umso mehr die Männer hervorbringen, also als Patriarchale verstanden, nicht als Matriarchale, die damit ja kein Problem hatten. Umso mehr das der Fall ist, desto besser. Ne? Das bis hin zur Neuschöpfung der Welt selbst, zum Planeten. Ne? Also die Tesla-Technologien, der Ionosphärenheizer, also das, wie angewendet werden, um mit elektromagnetischen Energien das Weltklima zu verändern und so weiter. Das ist natürlich dann der letzte Hit, wo dann nicht nur im Mikrobereich, sondern im Makrobereich, der planetare Bereich selber, die Erde selber verwandelt wird in nämlich eine Waffe. Ne? Die Verwandlung siehe Rosalie Bertell, die Verwandlung der Welt in eine Waffe, also des Planeten in eine Waffe. Das sozusagen, und das alles zusammen von unten und oben, dazwischen werden wir zu Brei zermalmt, ne? Mortifiziert. Ja, diesen Prozess habe ich in dem Buch nachgezeichnet, und zwar seit der Antike. Es beginnt mit der Antike, es geht über Mittelalter und Neuzeit. Das dritte Kapitel ist die Moderne, also die letzten 200 Jahre. Und danach, also wenn wir das hinkriegen, eben die bessere Lösung wäre, jenseits des Patriarchats, ne, eine nicht mehr patriarchale Welt. Ne. Das ist natürlich das Ziel, dass wir rauskommen aus dieser ein paar Jahrtausende dauernden Verwirrung, die ja viele auch als Natur eben Phänomen darstellen. Das ist ja natürlich, dass die Welt eben nicht nur mütterlich, sondern auch väterlich und so weiter regiert wird und bestimmt wird und das Kali-Yoga und ich weiß nicht, also das ist, dann ein paar tausend Jahre darf man in die Irre gehen und dann geht es wieder ins Bessere. Das sind ja alles Theorien, die nicht ausgegangen sind von der Patriarchatsanalyse, ne? Sondern diese Entwicklung der Gewalt zum Beispiel als natürlich dargestellt haben. Und die ist nicht natürlich.
Die Natur ist kein Gewaltphänomen. Sie wird auch immer so dargestellt, ne? Die schrecklich, wie die Tiere, die anderen fressen, ist als Krieg dargestellt, ne? Und das Überleben der Fittesten und so weiter. Es stimmt ja eigentlich, da würde kein Schmetterling überleben, ne? Wenn es darum ginge. Also, ne? Also das ist man sieht aus der Patriarchatsperspektive alles neu. Und das habe ich jetzt versucht in dem Buch der Reihe nach, also historisch abzuhandeln. Und dabei, also der Stamm ist sozusagen wie ein Baum. Der Stamm ist die Technikkritik, also Patriarchat als Technik, also eine bestimmte Technik, die eben diese Ersetzung des Naturvorgangs betreibt. Und dann habe ich dann gibt es lauter Äste an dem Baum. Das sind die verschiedenen Disziplinen. Das passiert also auch in der Ökonomie, es passiert in der Politik, es passiert im Recht, es passiert in der Philosophie, in der Kunst und überall. Wird dieses selbe Denken, nämlich dann konkret alchemistische Denken, also der Zertrümmerung und Neuschöpfung, angewandt, jeweils. Also das ist ein Baum mit seinen Ästen und die Wurzeln, die sind die materiale Vergangenheit. Also an der wird es gemessen sozusagen. Also die materiale Zivilisation ist der Maßstab, vor dem sich dieses Patriarchat da aufbäumt. Ne? Und ja. Und zu dem das Ganze eigentlich zurückführen müsste. Natürlich können wir nicht jetzt Matriarchat im strikten Sinne des Wortes wieder einfach aufbauen, obwohl das manche Leute glauben. Es geht vor allen Dingen um den Übergang, also um den Austritt aus dieser patriarchalen Verirrung, die eben nicht also sozusagen ein notwendiges Schicksal der Welt ist, sondern meinetwegen eine völlige Verirrung darstellt, das zu stoppen. Und das kann man erstmal nur stoppen, indem man überhaupt erkennt, wo wir leben und was das Problem ist. Das wird ja gar nicht definiert. Warum findet die Zerstörung statt? Die Warum-Frage wird ja nicht gestellt, weil eben immer der Fortschritt alles platt macht. Ne? Das ist immer gut, egal. Also die Warum-Frage. Warum geht alles kaputt? Und wenn man diese Frage beantwortet hat, dann muss man natürlich aufhören, alles kaputt zu machen. Ist klar. Dann kann man da nicht mehr weitermachen. Also das ist die Frage, die sich am Ende stellt. Wie schaffen wir das? Obwohl so viel dagegen spricht. Ne? Niemand will vom Patriarchat hören, also, ne? Niemand will das anerkennen, dass der Fortschritt einfach eine Katastrophe ist, wird, immer mehr wird, ne, muss man dazu sagen. Also, was sich da eigentlich abspielt, welche Dynamik sich historisch da abspielt, wie man die stoppen kann, und das ist natürlich einfach erstmal ein Erkenntnisprozess. Man braucht Begriffe, man braucht eine Theorie, und das ist halt das, was ich versuche da zu bieten. Für diese Umkehr. Ja. Also die Grundlage ist erstmal immer die, wenn man kapiert hat, dass man am falschen Weg ist, muss man erstmal anhalten. Also die Veränderung, die immer gepredigt wird, wir verändern die Welt, eben genau das muss jetzt mal aufhören. Die Welt darf nicht weiter verändert werden, weil das ihre Verschlechterung ist und nicht ihre Verbesserung. Also das, ne? Also stopp und dann schauen, wo stehen wir eigentlich? Was können wir mit den Zerstörungen machen? Also, wie können wir dann eine Wiedergutmachung überhaupt erstmal beginnen? Also, zum Beispiel in den Wüstengebieten und so weiter. Also, überall, wo Katastrophen stattgefunden haben, wo nichts mehr wächst, eine Baumwolle, die alles kaputt macht auf die Dauer. Also, tote Zonen im Land und im Meer, ne? Die totale Verdreckung der Meere und Gewässer und so weiter. Also, es muss ja erstmal wieder gut gemacht werden, was da alles, soweit das überhaupt möglich ist. Zum Beispiel auch diese ganzen radioaktiven Abfälle aus dem Meer zu holen, bevor dass die Fässer durchrosten, weil dann prognostiziert wird von dem Stefan Lanka, zum Beispiel dem Biologen, dass wir dann alle ersticken, weil die Radioaktivität sich am Sauerstoff vergreift. Das heißt, sowohl im Wasser wie auch in der Luft, die Radioaktivität zerstört den Sauerstoff, was übrigens auch das Problem mit der Ozonschicht ist. Die Ozonschicht ist ja der irdische, also der planetare Sauerstoff, nicht O2, sondern O3. Und der wird zum Beispiel durch Radioaktivität zerstört. Deswegen haben wir ein Problem mit der Ozonschicht und da knallt die Sonne ungehindert von der Ozonschicht und ungewandelt sozusagen, ungewandelt für die irdischen Bedingungen, knallt einfach auf den Boden und macht alles platt. Das erleben wir ja als Hitze, ne? Toxische Hitze, also Verbrennung von Pflanzen, der Haut, von den Tieren, von dem Plankton im Wasser und so weiter. Also diese Prozesse
diese Zerstörung, die laufenden Zerstörungsprozesse müssen gestoppt werden. Es muss eine Wiedergutmachung beginnen. Und im Laufe dieser Prozesse muss natürlich nachgedacht werden, wie man es besser macht. Es geht also nur mit Kooperation mit der Natur. Insofern matriarchal sozusagen. Aber jetzt natürlich auf einer neuen Ebene, wir brauchen nicht alles ein bisschen wegschmeißen. Welches kann denn noch verwendet werden für einen positiven Zugang zu uns und zur Welt? Und das würde auch spirituell eine Riesenwelle hervorrufen. Also das würde eine Kraft über die Menschen kommen, die unglaublich ist. Also wenn sie endlich auf dem richtigen Weg sind, ne, und nicht immer das Falsche durchsetzen wollen. Das würde also auch enorme Kräfte für die Leute spürbar werden lassen. Denn die Kraft kommt ja nicht aus der Gesellschaft, die dauernd alles kaputt macht. Das ist natürlich zerstörerisch, wenn man da drin sitzt. Sondern die kommt ja woanders her. Also die Kraft kommt denen zu, die sagen, da geht es gar nicht lang, wir müssen wo ganz anders lang. Also anhalten, zurückschauen, schauen, was kann man wieder gut machen und dann schauen, wo geht es denn weiter und wo, wie, mit wem und so weiter. Also offen sein. Aber es gibt natürlich alte Weisheiten und Erkenntnisse, nur sind die meisten sind ja zerstört worden, so wie die Bibliotheken von Alexandria und so weiter, wo das vorpatriarchale Wissen gespeichert war. Das ist ja alles kaputt. Wir wissen aber immer noch viel von den auch indigenen Völkern, wie die umgehen mit der Natur. Ne? Du musst mal in Amazonas da gehen, zu den Indigenen da, wie die wissend, um alles wissend, was sich da abspielt, umgehen mit ihrer Umwelt, um die zu erhalten und so weiter. Da kann man enorm viel lernen von diesen Leuten und von den eigenen alten Erkenntnissen, die vielleicht immer noch da sind, also dem matriarchalen Europa, dem Alteuropa, Maria Djibouta, ne, die darüber geschrieben hat. Das kann man ja alles wieder neu entfachen, erinnern, umsetzen. Da gibt es bestimmt viele kluge Köpfe, die das machen könnten, von Frauen und Männern, beiden. Und ein heißer Tipp ist von mir ja auch immer, welche Patente liegen in den Patentämtern? Also da würde ich ja jetzt, wenn ich noch an der Uni wäre, also dann aktiv, dann könnte ich, würde ich also da alle möglichen Leute, die ihre Doktorarbeiten, Habilitationsschriften und so weiter darüber schreiben müssten, was liegt in den Patentämtern und wird nicht benutzt. Ne? Da gibt es ja tolle Erfindungen von allen möglichen Leuten, die nicht angewandt werden, weil die eben diesem Prinzip der patriarchalen Zerstörung und Neuschöpfung widersprechen. Also die das umsetzen, was da viele Leute erfunden haben, wäre noch ein anderer Weg. Da könnte man sehr viel machen. Es gibt ja auch diese ganze Diskussion über die freie Energie, ne, die also nach Tesla. Nikola Tesla ist ja auch so einer, der immer nicht gelehrt wird, weil der halt genau diese neuen Technologien ermöglicht hat, die wir jetzt haben. Und das sollte eigentlich immer fürs Militär reserviert werden und so weiter. Das wird ja in der Uni immer noch nicht gelehrt. Aber mit dem könnte man zum Beispiel auch die Medizin revolutionieren, mit einer also elektromagnetischen Wellen anwenden, im Positiven und nicht im Negativen, was bestimmt viele Leute schon machen, oder es gibt ja so eine Strahlungs- oder sagen wir Medizin schon in dem Sinne, viele Leute versuchen das ja schon. Also es gibt sehr viel, also unheimlich viel, was man sofort anpacken könnte und verallgemeinern könnte eben auch, ne? Anstatt das in irgendwelchen Schubladen versauern zu lassen oder nur den ganz oben zugutekommen zu lassen. Ne? Aber das ist ein Forschungsprojekt, ne? Da könnten da viele Leute sich dran machen. Aber das setzt immer voraus, dass man überhaupt mal anders darüber nachdenkt, wo wir leben und warum wir in dem leben und warum wir in so eine Katastrophe hineinschlittern gerade oder sind schon drin. Ne? Wie man das stoppen kann und bremsen und woanders hingehen. Muss ich umgucken. Also es würde eine ideologiefreie, in dem Sinne Welt endlich geschaffen, ne? Wo die Rationalität, also als Vernunft, als Vernünftigkeit, Vernunft kommt ja von Vernehmen, da muss man ja irgendwo hinhorchen, ne? Dass man horcht und dem nachgeht, anstatt dieser maschinenlogischen Rationalität, wie die Renate Gent das nennt, wo es immer nur dann geht darum, wie verbessert man die Maschine und wie kann die sich ausbreiten und wie können wir damit uns einbringen und so. Also dass das wieder neu diskutiert wird, aber es ist alles da, ist alles schon gesagt. Es gibt auch verschiedene vom Chagas und eben Günther Anders und Weizenbaum und so weiter über ganz viele andere, auch ältere Philosophen. Das ist alles da. Das ist nicht so, dass das mangeln würde und dann die Erfahrung in den matriarchalen Gesellschaften, in den Indigenen immer noch. Ich war selber lange in dem Bereich tätig. Also da ist viel zu tun, ne?
Da könnte ich ja sofort ganz viele Anleitungen geben. Aber die Frage ist, das ist natürlich politisch alles nicht gewollt. Natürlich, das ist das Gegenteil, ne? Ja, ich nenne das System ja alchemistisches Kriegssystem, in dem wir leben, also das Patriarchat als alchemistisches Kriegssystem. Das heißt, der Krieg ist auch da, wenn kein offiziell erklärter Krieg wie jetzt in der Ukraine oder so weiter stattfindet. Der Krieg ist immer da und der verallgemeinert sich immer mehr. Ne? Also wie der Paul Virilio, das ist ein französischer Philosoph und der Ingenieur, das man nannte, der reine Krieg. Das ist ja schon 1980 gewesen. Ne? Die besten Sachen sind in den 70er und 80er Jahren geschrieben worden. Der das schon vorhergesehen hat, gesagt, das Zivile, das verschwindet immer mehr. Also alle, oder was der Begriff der Weaponization, also alles wird zur Waffe. Alles Denken, alles Handeln, alle Technik, alles wird zur Waffe. Also die Verallgemeinerung des Krieges, auch im Alltag und so weiter. Das ist ja sehr spürbar inzwischen. Ne? Das hat er damals vorausgesehen. Das an dem entlang, man muss erstmal die Begriffe haben, um dieses Kopfschmerzen, was man da kriegt, die Kopfschmerzen überhaupt erstmal sich erklären zu können. Warum macht mir das solche Kopfschmerzen? Ne? Ich meine, ich habe gar keine Kopfschmerzen, aber viele Leute haben sie. Ja, und das kann nur von unten kommen, das ist ja klar. Aber ja, auch die Permakulturleute, die natürlich auf dem Weg sind, dass sie das eben mit der Natur wieder in Kooperation sind oder die Subsistenzperspektive, was wir ja lange diskutiert haben, also Alternative zum Kapitalismus, dass die Leute sich wieder selbst versorgen können, nicht abhängig werden, einfach weil sie ihr Essen als kaufen müssen und dafür Lohn arbeiten müssen, sondern also wieder so eine eigene Kultur entstehen kann, die natürlich sich andockt an die früheren Erfahrungen, aber darüber hinaus auch neue machen kann, natürlich und so weiter. Das schon, aber bisher werden ja diese Bewegungen werden ja erstmal alle immer wieder gestoppt, zum Beispiel Landgrabbing, ne? Du kriegst überhaupt kein Land, wenn du Permakultur machen willst, wo willst du denn das machen? Oder es wird dir wieder weggenommen, zum Beispiel Bill Gates hat ja inzwischen, ist der größte Agrarunternehmer in den USA und der hat damit ja nun nicht gerade eine Permakultur vor, ne? Sondern er will die Gentechnik durchsetzen in der Landwirtschaft und so weiter. Also eine maschinisierte Pflanzenunkultur, ne? Die ja eine Katastrophe ist auf die Dauer und so auch. Das ist denen alles egal. Ne? Ich meine, das Patriarchat scheitert sowieso. Es scheitert daran, dass man auf dem Planeten Erde keine unirdische Welt durchsetzen kann. Das geht natürlich nicht. Ne? Das scheitert aber sowieso früher oder später. Nur der ganze Zerstörungsprozess, den kann man sich ja sparen. Warum muss man denn dahin? In dieses Scheitern. Das sollte man vorher stoppen, bevor das alles immer mehr auch eingebunden ist. Ne? Die Leute, das war ja der Trick. Also die Neuzeit beginnt ja mit dem Verlust der Bauern und Handwerker, die ihre Produktionsmittel verlieren. Ne? Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation nach Marx. Ne? Da beginnt, verlieren ihr Land, werden Lohnarbeiter, ne? In der Fabrik. Also diese Entmachtung der Menschen aus ihren sozialen und ökonomischen eigenverantwortlichen und selbstversorgerischen Zusammenhängen, die ja immer noch, trotz Feudalismus, immer noch ein Modell war. Und die Bauernkriege, die wollten ja alle wieder dahin, ne, quasi ins Matriarchat zurück, in Deutschland jedenfalls. Ne. Die Bauern in Deutschland wollten ja nicht in die Neuzeit, also als Fabrikarbeiter landen. Und das wurde alles durchgesetzt. Und jetzt haben wir uns daran gewöhnt, ja, das ist Fortschritt. Und wir haben halt jetzt Geld statt Land. Ne? Und dann kaufen wir halt das Essen, was andere produziert haben, anstatt es selber zu produzieren. Essen müssen wir ja. So, und jetzt verlieren wir auch den Lohn. Ne? Das ist ja die logische Folge. Das ist der Prozess. Man muss es immer als Prozess sehen. Jetzt verlieren wir den Lohn, soeben. Ne? Und dann auch das Leben. Hallo? Und das ist das, was die Logik des Systems ist, das man aber nicht versteht, wenn man nur so einzelne Pitzelchen anschaut und schon gar nicht die Technik. Ne? Die lassen das alle weg. Die Technikkritik hat mal in Deutschland in den 70er und 80er bis Anfang der 90er Jahre gab es eine Technik, die Kritik der Maschine, was auch die Renate Gent und andere Leute, Arno Bamme und so weiter gemacht haben, Godela Unseld, ganz tolle Leute, die haben wirklich die Maschine begriffen. Als, ne, Günther Anders und so weiter, begriffen, was Maschinisierung heißt, also als gegen das Leben gerichtete, ne, Welle, die durchgesetzt wird. Und diese Diskussion ist dann mit dem Gender und der Globalisierung in den 80er Jahren, pst,
kaputt gemacht worden. Diese ganze Welt der Kritik, die damals wirklich erblüht ist, ne, speziell im deutschsprachigen Raum, zum, ein bisschen auch in den USA, aber wenig und auch sonst wenig, fast alles im deutschsprachigen Raum, fantastische Literatur, auch Mumford, ne, Mythos der Maschine und solche Sachen, das ist alles dann zunichte gemacht worden. Und ich knüpfe da ja dran an, ne? Und mache da weiter. Ne? Über die Renate Gent bin ich ja damit reingekommen in diese Debatte. Und die war für mich sozusagen die Ergänzung der Patriarchatskritik, die Erweiterung und die völlige Umformulierung der Patriarchatskritik. Nicht einfach als Herrschaftsproblem, das ist ja nur ein Unterergebnis dieser ganzen Übung, sondern als Transformationsprojekt der Welt, ne? Die Transformation der Welt. Und die meint ja nichts Gutes. Und das ist genau das, was nicht gesehen wird. Also ich bin gespannt, was passiert, wenn das wirklich durchsickert einmal. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute immer mehr auch neugieriger werden. Ich habe jetzt ein paar Interviews gemacht, also mit auch einer Künstlerin und mit einer Frau, die sich mit Materialforschung befasst und so weiter. Die plötzlich merken, da ist ja was, haben wir bisher gar nicht uns drum gekümmert, ne? Und das ist ja, und dann plötzlich hören die Leute sich das an, sagen, ja, hallo, habe ich ja gar nicht gewusst und ja, was ist das denn und so. Also es entsteht da irgendwie ein neuer Drive, hoffe ich, dass das dann das Buch auch ergreift und die Leute, die auch sehen, dass die bisherigen Erklärungen alle nichts bringen, weil die Warum-Frage nicht gestellt wird, geschweige denn beantwortet. Warum findet denn das statt? Ne? Warum? Dieses wie immer die Warum, wie Kinder fragen auch nach Warum, warum sollen die Erwachsenen das denn nicht tun? Ne? Also das Denkverbot ist generell zu beobachten, also immer mehr jetzt, auch in den letzten Jahren, man darf nicht mehr denken. Ne? Maschinen denken ja auch nicht. Die tun es nur angeblich nachgemacht, also rechnen, die rechnen. Ne? Die sollen auch nur noch rechnen und nicht mehr denken. Sogar an der Uni wird nicht mehr gedacht oder vielmehr genau da, wo eigentlich gedacht werden sollte, wird es genau nicht gemacht. Und da wird das Denken reduziert auf die Befolgung von Gebrauchsanweisungen. Ne? Typisch für die Maschine, das Management und das ist wie eine Maschine, der Betriebssystem, alles ist Maschine. Und jetzt geht es darum, wie leitet man das und so weiter. Das ist ja völlig jenseits des Denkens. Ne? Denken ist ein ganz anderer Vorgang und der Mensch ist ein denkspezialisiertes Wesen im Gegensatz zu anderen Lebewesen. Und das ist seine besondere Fähigkeit. Man hat den Kopf nicht nur zum Haare schneiden, wie ich meinen Studenten jedes Mal gesagt habe, ne? Weil es dann immer, ja, und das Gefühl und so, ja, das gehört ja zusammen. Es gehört eben nicht getrennt. Fühlen, denken und handeln, indigener Begriff Koop, das gehört immer zusammen. Und wie bei uns wird das immer getrennt. Die denken das und fühlen das und tun das, ne? Und wundern sich dann, dass sie irgendwie einen Knall kriegen, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen. Die Leute werden ja auch verrückt dabei, ne? Das macht einen ja verrückt. Man kann nicht mehr an einem Stück sozusagen sein, handeln und denken, wie sich das gehört und wo eben auch die Erkenntnisse dann auch wachsen können. Die können ja gar nicht mehr stattfinden. Die Leute wissen gar nicht mehr, was Denken eigentlich bedeutet. Ne? Also wir müssen dazu kommen, dass wir erstmal überhaupt die Warum-Frage stellen. Warum ist es, wie es ist? Punkt. Ne? Und ich wollte immer, eigentlich ursprünglich wollte ich ja immer in die Welt hinaus, um. Ich wollte immer wissen, wie das Innerste zusammenhält, ne? So mit Goethe, wie ist denn das, ne? Die Welt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und der Goethe war ja einer der Ersten, der es kapiert hat, im Übrigen, was da wirklich passiert, mehr noch als Marx und so weiter. Also der war einer der Klügsten. Ja, aber wenige haben es ihm nachgemacht. Und jetzt, dann bin ich dazu gekommen, also habe ich mich aufgemacht in die Welt, möglichst überall hin, wo es ging. Und dann habe ich festgestellt, dass eben es darum geht, warum sie und wie sie nun auseinandergerissen wird, zerrissen wird, in ihre Bestandteile zerlegt, aufgelöst. Und das hat mich dann, das war dann mein Thema eben. Man kann sich das Thema irgendwie nicht aussuchen. Es ist da und ein Mensch, der die in die Welt zieht, um sie zu erkennen, muss eben an dem ansetzen, was ein Problem ist. Man kann nicht einfach an dem ansetzen, was gelungen ist. Das ist sehr schön, gibt es auch, aber das wird immer mehr gefressen von diesem Zerstörungsprozess, ne, immer mehr aufgelöst und mortifiziert. Ne. Und was wir jetzt erleben in seit Corona und so weiter, ist eigentlich die Zersetzung und Mortifikation der modernen Zivilisation, so wie sie geworden ist,
um sie erneut zu verwandeln, also so ähnlich wie der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ungefähr, so ähnlich brutal findet das jetzt statt. Die Zerschlagung der Moderne, aber nicht um sie um in eine geeignete postpatriarchale, postmoderne zu, nein, nee, sondern um sie aufrechtzuerhalten unter der Prämisse einer Minimierung und neuer Technologien. Und das ist das, was wir jetzt erleben. Ne? Und wir auch als Menschen verändert werden sollen, um in diesen Prozess, man kann ja nicht, ein Transhumanismus geht nicht mit 8 Milliarden, das ist klar. Ne? Ja, also das Buch Väter des Nichts erscheint in zwei Bänden, hat ungefähr 1000 Seiten, also 2x500 und erscheint noch hoffentlich in diesem Jahr. Also wir haben jetzt gerade den ersten Band soweit ungefähr. Ich sitze an den letzten Korrekturen, die ich mit der Lektorin zusammen mache, die das Ganze in Form bringt und so. Das sieht da einfach toll aus. Ach, denke ich mal, wer hat denn das geschrieben? Was? Es ist ja, wenn man so ein großes Werk macht, oder überhaupt auch jedes Werk, es kommt einem ja dann produziert, als irgendwie entfremdet entgegen. Man sieht zwar, es ist, aber das ist immer so ein komischer Prozess, wenn man was fertig gemacht hat, was dann wirklich fertig ist und dann ist das plötzlich von allem getrennt. Ne? Weil das Schreiben ist ja so ein Prozess, wo das Schreiben, also die Schrift selbst ist ja wie was Lebendiges, was einen ständig mitnimmt in weitere Gefilde. Ich musste ja in alle möglichen Gefilde eintauchen, die ich gar nicht kannte. Bestimmte Fragen, die, also der Naturwissenschaft, ich bin ja keine Naturwissenschaftlerin, die ja dauernd vorkamen, speziell bei technischen Fragen. Da musste ich ganz neu anfangen, immer wieder neue, und ich ließ nicht locker. Also ich konnte das nicht vermeiden. Ich immer irgendwo hin in artfremde Gefilde und es war immer möglich, sie aus dieser Perspektive der Patriarchatskritik und der Alchemiekritik, also der Alchemiethese, also das ist die Methode, die angewandt wird, um was Bestimmtes zu erreichen, nämlich den patriarchalen Fortschritt, die hat immer geklappt, die hat immer funktioniert. Ich war so baff, ich dachte, es muss doch mal ein Gebiet geben, wo das nicht geht. Nee. Hat es wirklich nicht, ich konnte auch gar nicht alles bearbeiten. Irgendwann war einfach, jetzt muss ich Schluss machen. Also bestimmte Sachen habe ich noch gar nicht gemacht, die können ja dann andere machen. Ich muss ja nicht alles machen, ne? Das geht also noch immer noch weiter in die Philosophie, noch speziell in die Kunst und so weiter. Alle möglichen Sachen können dann noch weiter bearbeitet werden, die sind alle nur angerissen sozusagen. Also ich bin durch alle Disziplinen durch, deswegen sagen wir, die kritische Patriarchattheorie ist ein prädisziplinärer Ansatz. Er hat mit einer einzelnen Disziplin nichts zu tun. Und ich habe diese These, die da im Laufe der Zeit entstanden ist, einfach angewendet. Das Buch besteht in der Anwendung dieser These auf die verschiedenen Gebiete des Lebens und der Geschichte und der Gesellschaft. Punkt. Und es war jedes Mal ein Erfolgserlebnis. Hat immer geklappt. Wirklich. Ich habe nichts gesehen, wo das nicht anwendbar wäre. Also es ist ein echter Hammer. Das ist wie das Ei des Kolumbus irgendwie. Aber ich war davon selber überrascht. Aber ich habe jetzt wirklich 4 Jahre am Stück daran gesessen. Es ist jetzt ein Jahr her, dass ich aufgehört habe. Also jetzt ging es halt dann in die konkrete Umsetzung als Buch. Ja, es erscheint hoffentlich noch in diesem Jahr. Und der Verlag hat mich also sehr unterstützt und so. Zeitgeist in der Nähe von Koblenz. Das ist ein Sachbuchverlag. Also die Wissenschaft hat sich mit der Patriarchatskritik nicht befassen wollen. Super, Ja, man ja. kann das Buch vorbestellen beim Zeitgeist Verlag, ja. Und kostet sowieso ganz wenig, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Dann umso besser. Sie haben schon gesagt, Sie hätten noch so viele Vorbestellungen zu einem Buch noch nie gehabt wie jetzt. Dabei habe ich noch gar nicht, die Leute, die ich kenne, noch gar nicht, denen das noch gar nicht gesagt, dass man das kann. Also ja, man kann es vorbestellen. Ja.